Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wo ist denn Nein, Nein? Ich weiß nicht. Wo ist mein Pferd? Dein Pferd steht da rechts. Auf dem Flur. Nee, ist Hackfresse. Hackfresse der Zweite. Ich hab den schon total vergessen. Dich gibt's auch noch? Ach, ich weiß nicht, ob du es überlebst, Comet. Ich finde gerade den Namen so toll. Ach ja, was wollen wir machen? Und zwar wollen wir uns was angucken, wo wir uns nicht sicher sind, ob wir uns das schon angesehen haben. Und zwar im Waldgebiet gibt es hier so ein... Oh nee, das ist Salzsee. Da, Wald. Buchse, Wald. Nee, hä? Fuck you! Ja, bei mir backt das auch gerade ein bisschen rum. Alter, fuck you. Wenn man zu sehr reinzoomt, zoomt er woanders hin. Egal. Diesen Kreis wollten wir uns mal angucken. Wir wissen nicht, ob wir uns den schon angeguckt... Alter, fick dich! Alter! Kack! So. Wir wissen nicht, ob wir uns das schon angesehen haben. Diesen Staudamm, glaube ich, haben wir uns schon angesehen. Ne? Mathilde, du meintest, wir waren da mal. Ja. Ja, ich bin ja auch da so ein bisschen sicher. Genau, da sind wir hier reingekommen, ja, da war es kaputt. Staudamm? Doch, da sind wir bestimmt lang gelaufen. Wir können dann. Wir gucken erstmal hier und dann gucken wir uns den Staudamm da an. Meine Jüte. So, so viel Spannung hier. Boah. Da habe ich mich auch gerade entspannt, abgeseilt. Das will niemand wissen. Ach so. Ich dachte, die Information wäre wichtig. Nein. Du bist schon vorgeritten. Ja, so ein bisschen. Gut, dass das kein Multiplayer-Spiel ist, wo man sich auf andere Leute verlassen muss. Ach, hier doch nicht. Ach, so ein paar betende Skelette dich auch gerne. Aber kann dir. Kann er leider nur normale aufstellen. Du willst. Autschi. Du willst einmal durch ein. Ach, es wird sogar nicht besser. Ach, ich reite einmal drum herum. Mach mal. Ja, falls ihr so ein habt, was ihr vielleicht sehen wollt und sagt, hey, Leute, das habt ihr noch. Nein. Frag die nicht. Da kommt sowas, geht zum Vulkan. Nee. Nee. Der Vulkan. Oder die erzählen uns, auf diesem Eissee gibt's irgendwo einen Dungeon. Und dann rennen wir dazu stundenlang an diesen Eissee und frieren uns den Ast ab und verrecken dann. Also ich würde es in den Kommentaren schreiben. Also, irgendwie ist das hier gerade echt... Ah! Buggy? Oder? Ich glaube, meine Maus ist mal wieder... Meine Maus zickt. Technik. Ja, aber pusten. Das hilft. Hat beim Gameboy auch schon geholfen. Genau! Altbewährt. Ja, wenn da irgendwelche Fussel sind und die deswegen da den Sensor stören... Kann doch sein. Auf jeden Fall funktioniert das jetzt. Upsi, au. Haben wir einen Babybär? Ich glaube. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, den haben wir Bruno genannt. Ja, das klingt vertraut. Ein kleiner Problembär. Bist du hochgeritten oder unten? Ich bin hochgeritten. Gut. Dann reite ich auch weiter hoch. Ach, da bist du.
Au! Ule! Diese Türme, waren wir da schon mal? Da kann man ja reingehen. Ich bin mir ja gar nicht... Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Lass die alle mal töten. Okay. Ich will mir das angucken. Pferd, warte hier. Die töten. Ach, die kommen ja schon alle. Ja, ja. Die sehen ja heiß aus. Ja, die... Ah, das ist hier die Vanir-Fellrüstung, also die mittlere oder leichte Version davon. Wer ist Irgendwer schießt auf mich. Ja, da oben. Ah, da oben. Hol ihn dir, Mathilde. Ah, Pferdchen. Fick dich. Entschuldigung. Tja. Warte, Hü. Komm mal her. Damit wir nicht von hinten angegriffen werden, halt mal hier Wache. Danke. Da schießt auf mein Hottehü. Aua. Oh, jetzt ist ja Geschichte. Kommst du echt nicht hoch? Doch, jetzt bin ich oben, aber... Ich musste halt... Och, wie ist der dann hochgekommen? Der ist ja da... Magie. Oh, ich Helles auch. Helles Bier. Oh. Stahlbarren. Ach, die Pfeile nehme ich mal mit. Tja. Oh, das ist ja voll... Ja, da bist du einfach dran vorbeigeritten. Und da gibt's Tore, links und rechts. Warte, ich komme. Ja. Ich zieh mich erstmal wieder an. So. Du warst nackig? Ja, sonst wäre ich ja nicht hochgekommen. Okay. Nimmst du dein Pferd mit? Ach so. Ich hab meinen da hinten irgendwo weit weggestellt. Hackfresse, der zweite. Hey! Oh, wie schön, er ist festgefasst. Ja, jetzt kann er schlafen gehen. Da kommen gleich die nächsten. Rotkur, der Alchemist ist gleich tot. Gleich, der ist jetzt tot. Oh, da war ein Herz. Das sind ganz viele von den großen Türmchen. Sandschutztor. Hallo. Oh, man kommt doch nicht rein. Och, Manu. Ah, Imhotep. Weil ich dachte, die werden so groß, dass man da reingehen kann. Ja, die sehen auch so aus, als ob man da reingehen könnte. Ach, da vorne ist auch noch einer. So ein Dreieck. Drei Pfeiler. Da wird irgendwo was angebetet. Oh, ich glaube, der ist offen. Oh, nee, doch nicht. Schade. Gottschutztor. Oh, der hat Wundverbände. Nett. Hallo, jemand da? Auf jeden Fall noch mal ein Altar. Mal. Ja. Da sind auch ein paar Leute, die wir töten können. Was bist du denn hier für ein? Den haben wir noch nicht aufgebaut, auf jeden Fall. Der kommt mir unbekannt vor. Kannst du es erlernen? Ich habe bisher, wenn noch nicht, den Punkt gefunden. Naja, da gibt's noch einen Turm. Warte mal, wo ist denn jetzt hier mein Hackfresse? Hackfresse? Oh, guck mal! Was? Eine fliegende Leiche bei mir. Bei mir nicht. Dann backt's nur bei mir rum, ist auch okay.
Hackfresse. Drück doch einfach mal auf E. Hab ich gemacht. Ah. Geh schon mal runter. Ne? Hackfresse bei Fuß. Hackfresse ist ein Feigling. Ich wollte ihn jetzt Stahlbahn geben. Ist ja doof. Vielleicht kommt er noch. Der ist irgendwie weiter rechts. Der ist beim Sandschutzturm hängen geblieben. Das war der erste, ne? Ja, da ist er noch. Junge, komm doch her. Kann Hackfresse überhaupt schon aufsteigen? Keine Ahnung. Junge, wo rennst du? Der rennt da wieder hin? Ich breche ins Essen. Ich laufe jetzt mal weg. Oh, ey, jetzt... Imhotep so blöd sich positioniert, dass der in mir stand. In dir? Ja, also wir standen direkt an derselben Stelle. Okay, von mir aus können wir mal weiter. Meisterschutz. Kommt man da rein, da rein, da rein und da rein? Oh. Stell dir so eine coolen Türme hin und da kann man dann nicht rein. Voll ja, unfair. Das ist ja voll unlogisch. Das ist nicht grün. Nee, gar nicht grün. Ah, hier wollten wir auch eigentlich gar nicht her. Nee, eigentlich nicht, aber es war mal ein nettes Hallo. Ja, haben wir auch mal gesehen. Vielleicht sind wir ja auch schon mal dran vorbeigeritten. Ich glaube nicht. So. Junge. Ach, der hat nichts zu fressen. Ah. Das ist schon wieder dunkel. Wieso ist es bei uns immer dunkel? Ja, das ist... Zumindest vom Gefühl her ist es bei uns immer dunkel. Egal, was wir spielen, es ist immer dunkel. Warte mal kurz. Dein Imhotep hat aber auch nicht viel. Klaust du Imhotep gerade das Essen? Vor allem so, dass er nur noch eine einzige Schleimsuppe über hat? Ich wollte doch aufteilen. So hat jeder 45. Sollte Imhotep noch irgendwas reparieren, weil da noch Steine drin sind? Ach so, ich glaube, das ist noch von unserem letzten. Ich habe ihn nicht entleert. Reiten wir mal nicht ganz so schnell. Vielleicht sehen wir dann mehr. Ja. Hier sind Steine. Ruin von Himmelsholm. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich glaube auch. Ich habe doch gesagt, die Karte sieht da noch so leer aus. Da waren wir bestimmt noch nicht. Sieht aus wie ein Krater. Wollen wir da nach links weitergehen? Da wollten wir... Ach nee, links waren wir schon mal. Da ist nämlich der Gottesklauenweg. Also nach ja, rechts. Genau. In 50 Sekunden muss es wieder hell werden. In 50 Sekunden? Ja, dann ist meine Fackel kaputt. Ja, ich habe meine extra nochmal repariert gehabt. Wildschwein. Oh, ein Wildschwein. Hupsi. Dummes Schwein. Ich merke schon, wir sind nicht so gut vorbereitet. Fackel geht kaputt, unsere Leute haben nichts zu essen, Pferde noch beladen, meins bestimmt auch noch. Ich glaube, wir stellen die Pferde hier mal ab. Ist
ist das schon der Kreis? Oh ja. Ja. Ups, falsche Taste. Oh, guck mal. Gärmittel. Oh, meine Fackel leuchtet noch. Na gut, jetzt. Mach voll der schöne Galgenbaum. Ja. Ohne Galgen. Oh, guck mal, und es wird doch wieder heller. Ja, meine Fackel ist auch kaputt. So, kommen wir da rein. Oh, da oben sind Fuzis auf jeden Palisade. Fall. Schön, 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 schön. Hallo, seid ihr nett? Seid ihr böse? Neu Azagard. Was ist das denn für ein großes Viech, das da rumrennt? Was ist denn der? Oh, das war sogar ein Reifepunkt. Oh ja, es ist ein Bär und der Bär ist pissig. Wutbär ist das. Agrobär. Agrobär ist tot. Bist du ein Netter oder müssen wir dich töten? Ich, das ist zweitens. Er ist ein Unnetter. Ich habe auf jeden Fall noch Heilpfeile. Ich habe Giftpfeile. Die habe ich auch. Guck mal, das sind aber nette Bäume. Ah! Hm? Die Bäumchen da unten, das sieht voll nett aus. Ja, ich glaube auch langsam, da hätten wir mal eine Basis bauen sollen. Oh. Hallo, jemand zu Hause? Oh ja, du hast aber wenig an. Was bist du denn? Ein Nordheimer Unterhalter. Schöne Klamotten. Kann ich die mitnehmen? So, für unsere Tänzerinnen und... Nee, die hat nur Stiefel. Hm. Klamotten sahen aber nett aus. Also hier wird es reingehen. Eieiei, hier haben Hundis. Cool, jetzt können wir so ein ganzes Dorf niedermetzeln. Ja, ich hätte vielleicht mein Schwert nochmal reparieren sollen. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Ganz schön viele Betten hier. Keiner zu Hause. Kommt man in den Turm rein? Nein. Weil wer hat da schon wieder gemeckert? Die da unten. Ihr habt aber ein hübsches Dorf. Das hätten wir uns auch so angeguckt, ohne euch niederzumetzeln. Ja, wir kommen in Frieden. Ihr wollt stressen, nicht wir. Wir sind nette Leute. Ich komm, man hilft dir. Oder auch nicht, brauchst du nicht. Gut. Alles schon getötet? Ja, da kommt noch wer. Hey, hey, hey. Du hier, komm her. Da, von hinten. Und dann noch mal reinschauen. Da habe ich schon reingesehen, da ist nichts. So. Da war eine Truhe, die habe ich abgeerntet. Oh, ich muss jetzt trinken und essen. Ich nehme mir mal alle Stahlbaren mit, die kann man ja gebrauchen. Wollen wir uns erstmal am Rand rumschlachten und dann in die Mitte gehen? Ja, kann man machen. Upsi. Ich
glaube, wir sind tot. Ich glaube auch. Achso, in dem war es hier drin. Kommen wir jetzt hier zu einer Schmiede. Sieht nett aus. Hm? Das Schild sieht cool aus. Ja. Nichts drin. Hm. Hier auch nicht. Hier habe ich wenigstens ein paar geschärtete Stahlbarren bekommen. Da freut sich die Hackfresse. Hm. Oh, ich hab Durst. Trink doch etwas. Sag mal, kann Hackfresse überhaupt aufsteigen? Warte. Nee, sieht nicht so aus. Egal, ich hab mal wieder mitgenommen. Oh, hier ist noch wer. Ein Ymir Hohepriester. Ich hab ihn zwar mitgenommen mit dem Gedanken, dass er... Oh. Imhotep, du bist im Weg. Ymir haben wir gebaut. Hammer. Das Religi- Hallo. Sind nette Nachbarn. Ja. Nashornkopfsuppe. Geilo. Kann man mitnehmen, du. Ja, oh, hab ich auch. Braucht man selber nicht essen kochen. Oh. Ach, da warst du schon drin. Nee, da wollte ich hoch. Wir können auch beide hoch. Mann, da ist eine Tussi. Jetzt komme ich da gar nicht hoch. Upsi, das ist doch von beiden noch viele Tussi. Nix. Geh doch mal weg, Hackfresse. Ey, das sieht nach einem Chefbett aus. Oh. Ich hab den Thronsaal gefunden. Ey, ich blocke. Ja, so einen Thron könnte man eigentlich auch nochmal bauen. So, da ist der Hund einer. Hier hätte man... Oh, warte. Hier. Ein Schieferrücken-Schlüpflingpanzer. Oh, nichts drin. Wir gehen weiter erstmal am Rand lang, ne? Weil sonst verlieren wir hier echt einen Überblick. Jojo. Jojo, sagt er. Jojo. Hier hätte man auch gut Mitarbeiter rekrutieren können, glaube ich. Glaube ich auch, da kommen nicht schon die nächsten. Violettes Färbemittel. Ich sammle doch mal Färbemittel. So viele Leute. Nackter. Oh ja, ja, jetzt wird's aber voll hier. Wilde Ziegen. Herrlich. Hm.
rechts examinieren, gell? Also, Alter! Triff die Alte doch mal! Alter! Die, guck dir, ist sie bei dir auch so cool gestorben? Oh ja! Das sieht ja voll melodramatisch mit dem Arm über. Warum haben uns jetzt die Geißböcke hier angegriffen? Ich hab keine Ahnung. Oh, ich nehme mal vorsichtshalber das Falcata von der Tussi mit. Nur für den Fall, dass mein Schwert kaputt geht bei dem ganzen Geschlacht hier. Oh, hier gab's auch Kletterstiefel. Scheiße, der Typ ist voll. Nee, doch nicht. Ach, da kommt schon wieder einer. Hexenfeuerpulver, das ist immer gut. Oh, hier ist nix. Oh, überall wird gerufen. Dann gehe ich zurück. Du machst das schon. What? Und die wieder. Die hat auch so Mega-Möpse. Wieso haben die alle so Mega-Möpse? Doch, mein Getreu ist aufgestiegen. Oh, dann kann er ja doch aufsteigen. Schau ihn an. Oder ist dein Getreu aufgestiegen? Nee, ich habe keine Nachricht bekommen. Ah, da kommen gleich die nächsten. Jemand mit ihrem Scheiß bluten, das nervt. Ich habe keine Zeit zu bluten. Wann lernen die das endlich mal? So. Ich dachte mir, ich spendiere uns mal eine kleine Runde. Sehr nett von dir. Ja, ich weiß. Voll. Oh. Ja, ich muss schon immer ein bisschen hier an meinen Kollegen weitergeben. Für Stahlbahn. Ach komm, den Bogenschützen können wir noch töten. Ups, falsche Taste. Ich glaube, ich nehme jetzt keine Stahlbahn mehr mit. Ja, hier drin war ja nichts, oder? Nee. So, ich nehme jetzt mal einen Katalog als Unterlage. Was hilft das? Der Brunnen ist ausgetrocknet. Ach, cool. Da wächst schon Gras drin. Ah, hier sind wieder ein Haufen Leute. Wir wollen doch nett sein. Wieso seid ihr so aggressiv? In der Hütte warst du schon hier? Ja. Mhm. Nix drin. Ich meine, es ist nett gemacht. Es sieht wirklich hier ganz nett aus. Ja. Oi, oi, oi. Die Gegner greifen da kommen jetzt wieder. An.
Ach, da hängen noch mehr im Gebäude, wollen noch welche Fische raus. Behindert sich gegen uns. Ich lock die mal raus. Mach mal. Oh, der eine hatte gerade eine Kerze, hab ich gesehen. Eine Kerze? Ja, eine Kerze. Stau. Jetzt Leiche? Ja, Imhotep macht das. Oh, zu essen, cool. Imhotep, komm mal zur Seite. Lass den mal raus. Der hat Gold. Ich glaube, wir sind langsam wieder am Eingang. Ja, hier ist eine offene Truhe, wir sind am Eingang. Okay, dann können wir jetzt in die Mitte gehen. Genau. Oh, warte, hier, was war es zum Interagieren? Ah, hier. Überquerung der Mauer, Beschreibung. Plünderer, Blut und Feuer. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Als ich erwachte, fand ich mich in einem seltsamen Land wieder. Ich dankte Ymir, dass er mich noch nicht nach Valhall gerufen hatte, und doch fühlte sich dieser Ort mit seiner gnadenlosen Hitze und seinen tödlichen Monstern für mich unwirklich an. An meinem Handgelenk entdeckte ich ein Armband mit kunstvollen Verzierungen und einem leuchtenden grünen Edelstein. Im Norden konnte ich die Umrisse von Bergen erkennen, die in mir die Sehnsucht nach dem Schnee meiner Heimat weckten. Also machte ich mich auf den Weg durch die Wüste. Unterwegs traf ich auf Menschen, die kaum mehr waren als wilde Tiere. Sie erzählten mir voller Angst von einem Fluch, der auf diesem Land lastet. Von seltsamen Säulen, die jede arme Seele erschlagen, die versucht, die Mauer der Flüche zu überqueren. Ich zog weiter, bis ich schließlich die nördlichsten Ausläufer der Wüste erreichte. Und dort hinderten mich die seltsamen Säulen, die man mir beschrieben hatte, am Weitergehen. Jenseits der Säulen konnte ich ein fruchtbares Land und die mächtigen Ausläufer der Berge erkennen, die meine Seele wärmten. Ich wagte es nicht, die Grenze zu überqueren, weil ich um mein Leben... Also setzte ich mich an den Fluss, Fuß einer Säule, und ergab mich meiner Erschöpfung und Verzweiflung. Als ich erwachte, hatte sich etwas verändert. Der Edelstein in meinem Armband erstrahlte plötzlich blutrot, und die Mauer, die mich am Weitergehen gehindert hatte, gab den Weg frei. Mit angehaltenem Atem trat ich durch die Mauer. Ich habe mich unter meinesgleichen in einem Dorf namens Neu-Asgard niedergelassen. Varnir und Æsir leben hier Tür an Tür, doch die alten Blutfäden sind vergeben und vergessen. Im Norden verwehrt eine weitere Mauer der Flüche den Zugang zur anderen Seite der Berge. Aber ich bin sicher, dass wir eines Tages entkommen werden. Wir wissen, dass diese Mauern überwindbar sind. Nur mal so, du brauchst nicht mehr in die Mitte gehen, die sind alle tot. Ja, die sind schon alle tot. Ja, wir waren schon längst in der Mitte. Ach, schau einer an. In unserer Raserei haben wir das nicht mitbekommen. Da oben waren wir auch schon. Ach, schau einer an. Wir sind durch. Okay. Och, Mensch. Neu-Asgard. Dann können wir ja nochmal zur Staumauer rüberhüpfen. Joa, wenn wir... Oh, hier ist noch einer! Was? Haben wir dich übersehen? Nein, wir können dich ja nicht als einzigen Überlebenden zurücklassen. Das nee, da wird ja irre. Ich weiß nicht, wo du bist. Oh, da ist noch einer. Noch zwei. Boah, Stahlbikini oder was? So, ah, da! Okay. Die hat einen Stahlbikini. Ein Stahlbikini. Ja, sieht so aus. Cool, jo. Kann man sie umdrehen? Tritt mal gegen hier. Wie kann man treten? F war das, ne? Nee. Konnte man den Steuerung. Treten? Vielleicht kann man die Leiche umtreten? Ich
glaube nicht. Nee, ich krieg's nicht hin. Egal. Waren wir in der Ecke vielleicht nicht? Oder die sind... Ja, hier ist noch einer, der betet. Hey! Ja, hier sind auch welche. Ich glaube, die sind neu gespawnt, du. Ach so. Weil hier der Eingang ist auch schon wieder bewacht und es gibt hier nur einen Eingang. Okay, dann sind sie schon wieder neu. Ach, schau an, ich habe ein Reliquienfragment gefunden. Joa, ich glaube, wir haben uns hier einmal durchgeschlachtet. Es sehen auch alle so gleich aus, die Häuser. Ja. Ich hab hier auf jeden Fall wieder Spaß am Eingang. Ja, ich bin da. Die hat auch so eine Schubkleidung. Nee, die hat irgend so eine Varnier-Siedler-Pizza. Lass mal unsere Hottehüs holen. Ich überlege gerade, wo man die... Ah ne, das sind Wölfis. Gar keine, nicht unsere Hottehüs. Dann ist das ein anderer Eingang. Nee, das, hier gibt's nur einen Eingang. Warum hakt das Spiel so? Aber da lang müssen irgendwo unsere Hottehüs sein. Als wir die abgestellt haben, habe ich die gesehen, die Wölfe. Aber von weiter weg halt. Da ist der Galgenbaum. Ah, wir sind hier schräg hoch. Ah, die hatten wir oben irgendwann abgestellt. Oh, das ist natürlich doof. Wir waren hier oben auf der Ebene. Das sind viele Galgenbäume. Ja. Müssen wir einmal rumlaufen, ne? Mm. Ich glaube, wir waren doch. Wir sind doch von der anderen Seite gekommen. Hier ist wieder der wütende Bär. Genau, da wo du gerade langläufst. Alter Bär. So, und jetzt du doofer Bogenschütze da. Na, wir müssen doch hier irgendwo unsere Pferde sein. Ja. Da sehe ich zumindest mein Pferd und ich sehe auch dein Pferd. Jo. Der Staumauer. Da müssen wir irgendwie so unten lang, glaube ich. Also wir müssen ja erstmal auf die andere Seite, oder? Ja, wir müssen jetzt hier nochmal lang halten. Wo bist du? Ach, da könnte man hochreiten. Hinter mir? Ach, da oben. Bist du da hochgeritten? Bist du hingeritten? Ich überlege gerade, ob ich glaube, ich reite hoch. Wird schon wieder dunkel, ja? Oh, warte. Reitest du in die andere Richtung? Hier ist ein kleines Dorf und wieder so ein... Ja, warte. Bleib doch mal da, wo du bist, sonst komme ich ja gar nicht hinterher. Dann fange ich mal an, Hallo zu sagen. Hallo.
Ey, nicht gegen das Pferd, du. Der rennt nach Hause, du feige Sau, bleib hier. Das ist das Nordhof oder so. Oh, guck mal, die tanzt, tanzt die bei dir auch im Boden? Oh, nee, jetzt. Oh, ich bin überlastet. Immer noch? Oh, ätzend. Ohne schwarze Kerze. Immer noch überlastet? Oh. Fuck you. Beri, ein Schmied. Sie war Schmiedin. Okay, dann war's das schon. Sie hatte ein Herz eines Nordheimers. Aber da kann man gut auf die Stadt gucken. Oder auf das Dorf. Ah, ich mach Tee. Oh mein Gott! Ja, dein Tee hat ewig gezogen. Und der ist schon voll abgekühlt. Und der ist ein Mammut. Hast du ihr Häuschen schon angeschaut? Jo, nix. Penn weiter. Okay, ich folge dir. Nicht das Mammut reizen. Zu spät, das Mammut lässt sich zu leicht reizen. Guck mal, da ist noch ein Mammut. Da ist noch ein Dorf. Und da müsste auch der Damm sein. Das ist bestimmt der Westhof oder so. Oder der Osthof. Ja. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Break. Okay. Also würde ich sagen, reingehauen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. Tschüss.